Also das letzte Mal, wo ich hier drin war, war nicht so gut. Kannst ja mal austesten, aber ich glaube, die werden mich wippen. Ja, ich mach immerhin schon mehr Schaden als am Anfang, wo ich hier drin war. So viel steht fest. Ich habe das, wo ich hier drin war, ich habe nicht einen Millimeter Schaden gemacht. Spot zum Level Grinden. Den kannst du mir auch so sagen, wenn du möchtest. Das ist gut, aber dauert mir nicht. Ja, aber immerhin komme ich voran. Wenn ich das erste Mal hier drin war, keine Chance. Keine Chance mehr. Wo kam ich überhaupt? Oh, hier sind mehrere Wege. Oh Gott. Das liebe ich ja. Schönes Labyrinth mit meiner Orientierung. Warum beswindet er das die Treppe runter? Alle Mobs haben Level 36, ich hoffe, die Social Rank für die XP-Boost und let's go. Boom des Windgeleit. Okay. Ach, dieses Sashimi, Butter. Muss ich erstmal Sashimi finden, weil ich habe alles aufgebraucht. Jetzt habe ich schon alles gefuttert wegen die XP. Aber ich wusste nicht, dass das hier Pflicht ist. Muss ich irgendwann später machen. Ich weiß auch nicht, was mich hier erwartet und ob ich überhaupt allgemeine Chance hier drin habe. Gerade. Hier sind 3 Millionen Wege, verdammte Scheiße. Ist der Ausgang? Bin ich zurückgelaufen? Das darf doch nicht wahr sein. Geist ist mich, wo der Riesenvogel ist. Dieses Riesenvieh, was mich einfach geplättet hat. Und ich mir dachte, die wollen mich jetzt verarschen. Ich
Aber hat sich das Ende jetzt nicht komisch angefühlt? Ich meine, wir haben jetzt, ja, wir haben es jetzt geschafft. Im Grunde. Aber das war's so. Da sieht man nicht so, weiß ich nicht, so ein Jahr später oder so, wie es den Leuten ergeht oder keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Was fehlt mir da? Also, es war so wirklich sehr plötzlich. Habe mich auch veräppelt gefühlt. Damit haben wir nicht gut hingekommen. Nee, der fühlt sich halt so leer an, so nicht so vollständig. Ist trotzdem schön, aber irgendwie, so was wir alles jetzt hier mitmachen mussten und erlebt haben, fühlt sich das schon ein bisschen dann schwach an. Da fehlt mir irgendwie noch was. Meine, ja, ihr habt's geschafft. Fertig. Ende. Tschüss. So in dem Dreh. So, Abfertigung. Da habe ich mehr erhofft, weil das Spiel ist wunderschön. Sag mal, was muss ich denn hier über... Oh mein Gott, was ist das denn? Was muss ich denn überhaupt hier machen? Was ist das für ein Klops hier? Der Keks, wenn du sowas schreibst, muss ich nicht wundern. Diese Lotte. Akt bei dir. Dabei, es gab Schmutzitan. Ich hier nur durch. Oh, was macht ihr gerade so nebenbei, wenn ich hier keinen Plan habe, was ich tue? これで終わりだ。
Egal, ihn weiter. Und viel Spaß dabei. Die Zuschauer beim keinen Plan haben, was du tust. Dasselbe, was ich seit 2 Tagen tue. Voice of Cards zocken. Aha. Ich also auch noch nur 2 tragen für dir, Yami. Ich verstehe. Gut. Schon die Dauerschritte. Hey, ich verstehe das hier nicht. Was ist denn das? Ich habe keine Orientierung. Das fühlt mich gerade schrecklich hier. Ich habe null Durchblick. Ja, siehst du jetzt, und jetzt schleifst du mich. Ja, ja. Seh schon. Mein Stream jetzt. Merke ich mir, Yami. Wetter Minuspunkt. Nee, du bist mies, Yami, du. Darf ich nicht mal meine Karte öffnen? Um zu wissen, wo ich bin? Aber auch vom Hund. So, die Einzige, die mir ein schlechtes Gewissen machen kann, mag ich nicht. Was? Jetzt habe ich schon das Trockenfutter probiert. Ja, ich habe auch schon mal dran geknabbert. War nicht so geil. Das Emote. Das wäre geil. Nee, war nicht lecker. Mm.
Shelminator, danke schön für den Follow. Bekomm schon Brechreiz nur, wenn ich das Futter meiner Katzen öffne. Ja, dieses Nassfutter ist auch widerwärtig. Also sieht schon eklig aus, so wie... Das verstehe ich. Ich bin ja auch beim Hundefutter. Wobei Hundefutter jetzt nicht so schleimig ist. Also, er kriegt schon teure Dosen. Also, beide. Vince ist aber nicht so der Nassfutter-Fan. Er war schon immer sehr schwierig zu füttern. Das würde ich auch nicht probieren. Ich? Das gibt's so eine fette Dose mit Geflügelherzen drin. Da sind da einfach so Herz, so einen richtigen Herz drin. Die dann immer da rauspicken. Die isst Vince gerne. Die kannst du in löffelweise hinlegen. Die isst er. Die Herzen. Also nur echte Herzen. Mache ich das hier überhaupt richtig oder? Ich laufe rum, dann kommen diese Dinger hier und die bekämpfe ich und dann komme ich irgendwann beim Portal weiter. Kenzo-chan! Hallöchen! Oh, ich muss gleich mal mein Fenster zumachen, wird schon irgendwie kalt. Was war's tot? Oh, ich spiel mal Senpai. Genau, ich bin der Senpai. Jetzt ist es richtig. Halt fein. Kiki ist irgendwo im Chat. Der Keksdose. Nicht da! Was ist das denn? Nein! Oh nö, wetten, das ist der Boss, dieses komische Ding da? Wunderpro, das wacht jetzt auf. Das ist kein Gnom! Das ist kein Gnom! Alter.
Die Musik ist einfach wie vom Endboss. Boah, nee. Das ist schon wieder so eine Scheiße hier. Geil. Gerade geheilt, ne? Ein stattlicher Gnome. Ich krieg halt nur aufs Maul. Ernsthaft? Come on. Ich hab gerade halt nur gegen die Nebenviecher hier. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Ich will nicht. Alter. Das ist ja gar nicht so meins. 3 Millionen Bosse, der andere ist die ganze Zeit geschützt und macht hier seine Laserstrahl. Alter. Seh schon. Was ist überhaupt für ein komischer Vogel hier? Ich geh's auch!
eigentlich, dass ich kein will mich frustrieren. Ich weiß auch gar nicht, was hier abgeht. Oh, jetzt kommen noch mehr Sachen. Boah, nee, das ist doch scheiße. Jetzt sinkt der Frust wirklich an. Ich komme nicht mal hier weg. Ich roll nur. Einfach rollen. Alf ist tot hier. Also langsam mich hier ein bisschen überfordert. Das ist echt schrecklich. Der Kampf geht auch ganz schön lang, ja. Ja, kein Wunder. Ich kann auch nicht mal den Gnom angreifen. Das sind ja alles so gerade die anderen Viecher hier. Das ist ja das Schreckliche. Diesen Kackvogel mal langsam besiegen. ここまでだ。
Richtig übel. Oh, jetzt hat er mich sogar reingedrückt in die Attacke. Ist cool. Fies, fies, fies. Stirb doch mal. Ja, down. Ich zuerst war. Ja, das ist offen, los. Meine Fresse, blöder mich. Hat mir nur seine scheiß Lina an den Hals gehetzt und der ist einfach nur schwach. Boah, das ist so frustrierend, ey. Was glaubst du, war das, auf was wir am Ende gestoßen sind? Der große Endgegner des Gebiets? Höchstwahrscheinlich, sein Gesicht sah aus wie der Fels am Eingang. Ich würde es eher als seinen Hauptkörper bezeichnen. Ich verspürte eine riesige Menge Erdenergie in ihnen herumwirbeln. Trotzdem ist der Gedanke, dass die Ruinen selbst ein echter Zeuge waren, total verrückt. Ich nehme an, es muss den Tempel, der tief unter der Oberfläche vergraben war, aufgenommen und zu einem Teil von sich selbst gemacht haben. Ich glaube auch, obwohl ich jetzt, da wir den Kern geschlagen haben, keine Astralenergie mehr verspüre. Ich würde diesen Tempel bei Gelegenheit gerne mal eingehend erforschen.
Ich auch, das ist eine wirklich faszinierende Konstruktion, vor allem seine Architektur. Moment mal, sind wir wirklich in einem verdammten Zeugel herumspaziert? Ich verzichte darauf, da nochmal reinzugehen, danke. Wir waren in einem Zeugel. Heute ist sehr viel mit rein. Hier wieder raus. Jetzt zum Questgeber zurück, ja. Wer war denn mein Questgeber überhaupt? Das ist schon eine Weile her. Ach, da draußen. Das Spiel weiß, wo eben dein Humor liegt. Ich glaube auch. Geht es euch gut? Habt ihr herausgefunden, was hinter den ganzen seltsamen Vorfällen steckt? Ja, ich glaube, wir haben die Quelle der Phänomene ausfindig gemacht und es geschafft, sie zu vernichten. Wir konnten die Dinge nicht ganz so wiederherstellen, wie sie einmal waren, aber zumindest sollte keine Gefahr mehr bestehen. Großartig, ich wollte, dass ihr euch für uns darum kümmern würdet. Jetzt können wir alle wieder in Frieden leben. Ich werde die gute Nachricht sofort verbreiten. Hab Dank, Lord Dualim. Ich bin froh, dass wir Ihnen helfen konnten. Was ist los? Ich habe mich nur gefragt, ob es einen Weg gibt, das Steingesicht nach Bissint zurückzubringen. Ich finde, es würde sehr gut in den Innenhof des Autelina-Palas passen. Findet ihr nicht auch? Ich tue mal so, als hätte ich das nicht gehört. Sein Ernst? Das sah schrecklich aus. Was? Platsch, platsch. Bekommst du ein Artefakt, welches dir 80% XP dazu gibt, mit Sashimi nochmal einen Boost und der Grind kann... Oh Gott! Krasse Scheiße. Warte, ich guck's mir mal an. Was war das mit den Artefakten hier? Ah, hier. Oh, 80% mehr Erfahrung nach Kämpfen. Das hätte ich vorher gebraucht, ja? Nice. Plus Sashimi. Der Grind ist real jetzt. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Das ist nämlich eine neue Nebenaufgabe. Hier rüber. Ich muss mal kurz ins Gasthaus. Geräusche klangen nicht jugendfrei. Mehr Brasse brauche ich. Auch mehr Brasse, damit ich Sashimi mache. Klappt. Dann mache ich so lange das hier. Mein Teil beigetragen. Sage dir jetzt nichts mehr. Dankeschön, Dentik. Und wir sind wieder. Kanazuchi no Oto tte ii yo na.
Kann ich irgendwas verkaufen, damit ich mir wenigstens noch ein paar Items holen kann? Ich? Ja, Kisara, wir sind pleite. Richtig pleite. Haben wir eine Kuh hier? Bei dir ist Lord Duhallim? Da habe ich aber Glück. Kennst du den Boss? Ich glaube nicht, dass wir uns kennen, wie dem auch sei. Gibt es etwas, bei dem ich dir behilflich sein kann, Sir? Nun, ich züchte Kühe und kürzlich brachte ich meine Herde in die Titalebene. Brachte sie auf dem Hügel, wo dieser riesige Monsterkopf aufgetaucht war. Richtig, wir haben jedoch seinen zentralen Kern ausgeschaltet, sodass man dort gefahrlos hingehen kann. So dachte ich, aber meine Kühe scheinen das anders zu sehen. Es war nämlich so, als ich dort oben ankam, wurden sie von irgendwas erschreckt und rannten wie wild rum. Danach herrschte nur noch reines Chaos. Du meinst also, dass da oben noch irgendwer irgendwas vor sich geht? Das ist nicht gut. In der Tat, angesichts des Ernstes der Lage schlage ich vor, dass wir unverzüglich dort nachsehen. Oh, ich wusste, dass ihr helfen würdet, Lord Duhallim. Danke, mein Lord. Ich lasse die Kühe in euren fähigen Händen, mein Lord. Sie lieben es, dort oben zu grasen. Na, schon wieder dahin? Oh, nee. Jetzt da los. Unser Essen. Schön, denkt nur ans Essen. Die Gierige. Gierige. Bekommen? Was? Was haltet... Was? Klaus, werd erstmal wach. Ich verstehe nicht, was du gerade meinst. Wie? Ich will nicht schon wieder hier. Ja, ich hab's gesehen. Das sah schon ziemlich übel aus. Na. Hallo Pock. Warum ist hier drin jemand? Was ist so helle? Na. Bist du Renea? Was machst du hier? Ist das nicht offensichtlich? Ich betreibe Forschung. In einem Zeugel? Ich war unvorsichtig und ließ mich von ihm auffressen. Das passiert mir ständig, um ehrlich zu sein. Zuerst geriet ich in Panik, aber dann bemerkte ich, wie ruhig, geräumig und voll mit Astralenergie es hier ist. Eine fantastische Umgebung. In einem Zeuge. Eine sehr positive Perspektive. Aber dann gab es eine große Erschütterung, die mein ganzes Labor zum Zittern brachte. Jetzt herrscht nur noch großes Durcheinander. Ich kann nichts finden. Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass wir dagegen gekämpft haben? Das kann ich nicht ausschließen. Wenn das wahr ist, fühle ich mich irgendwie schuldig. Hängt von der Art seiner Forschung ab. Wenn du mich fragst, wenn es sich um etwas wie Frucht von Helgern handelt, dann... Oh, nichts Unseriöses. Ich nutze die Astralenergie, die diesen Ort durchdringt, um einen Raumzeittor zu öffnen. Das Tor führt zu Welten, die weder Rena noch Dana sind. Faszinierend, oder? Versuchst du als Astralenergie aus anderen Welten zu stehlen? Wohl kaum. Die Qualität unterscheidet sich zu sehr von unseren eigenen. Es geht hier nur um Wissen. Ich würde nur eine winzige Menge mitbringen. Es gibt also 6 Schlüssel, die das Tor öffnen. Und jeder dieser Schlüssel führt in eine andere Welt. Oh Gott, ich ahne schon was. Nein. Aber als dieser Ort erschüttert wurde, fielen alle Schlüssel außer einem durch das Tor. Ich wollte sie sofort zurückholen, aber anscheinend endeten sie irgendwo jenseits des Tors. Ich bin wirklich perplex. Ich kenne mich mit Leichtsinn aus, aber das ist lächerlich. Ja, ich weiß. Glaubt ihr, ihr könntet da reingehen und die restlichen Schlüssel für mich suchen? Meinst du uns?
Ich heiße es nicht gut, wenn man sich seiner Neugier hingibt und dann andere hinter sich aufräumen lässt. Wir sollten wohl dafür sorgen, dass diese Forschung wirklich sicher ist. Okay, abgemacht. Aber ich will dein Wort, dass du deine Forschung sofort einstellst, wenn wir irgendwelche Probleme finden. Nun gut, so soll es sein. Könntet ihr mir im Gegenzug vor allem von allem erzählen, was ihr dort vorfindet? Ich werde weiter diese Reihe von Erscheinungen analysieren, bis alle 6 Schlüssel wieder hier sind. Hier ist der 1. Schlüssel. Schicksalsschlüssel. Ich will nicht. Nein. Nein! Nur um Wissen benutzt die Rhetorik des Bösen. Oh, Schicksalsriss. Oh nein. Was sieht denn jetzt? Höhle des Schicksals. Eine Höhle, die nach Meer riecht. どんな研究をしたらこんな真似ができるんだ。理屈はさておき、あの男の言っていたことは本当らしい。別の世界か。教団を食わたわずだな。ってことは、俺たちの知らない化け物がうろついてる可能性もあるわけだ。これが最初の鍵が通じている世界。このどこかに他の鍵があるのだな。 Also ich habe vorhin das Finale erreicht, POC, nach 70 Stunden. Das ist jetzt hier noch so neben Special-Sachen, die extrem, Alter, die extrem riesig sind. Ich meine, ich habe jetzt einen Schlüssel zu einem anderen Reich bekommen. Und es gibt 6 Schlüssel. Das ist das erste davon. Holy shit. Das ist echt, das Spiel ist wirklich sehr, sehr riesig. Aber es ist auch unglaublich cool. Mir macht Spaß. Jetzt bin ich gespannt auf die Level. 60. Hinten ein bisschen höher als ich. 2 Level oder so. Naja, ich muss ja eh grinden, ne? Weil hier gibt es noch Viecher, die sind weit über meinem Level. Hallo nochmal, Yuki. Hast du schon gegessen oder bist du jetzt am Essen? Dann guten Appetit schon mal. Fertig? Sehr schön. Wie spät ist es? Um 21 wollte ich ja Far Cry spielen. Und morgen gibt es viel Horror. Sehr viel Horror. Dieser Speicher. Der Speicher. Ich habe nur gesehen, dass es automatisch gespeichert hat, aber da sollte man sich nicht drauf verlassen. Fang doch heute schon mal mit Horror, dann kann sie sich für morgen dran gewöhnen. Nee, ich weiß nicht, wie gut die Spiele sind. Kann ja sein, dass dass da wieder Kackspiele bei sind. Oder unspielbare Horrorspiele. Dann sind ein paar schon vielleicht vergessen. Deswegen habe ich einige gekauft. Man weiß nie. Hatte halt leider schon schlechte Horrorspiele. Hintereinander. Ja.
Läuft auch noch. Ja klar. Na, schenken tun sie es mir nicht. Also ich bin auf jeden Fall, ich glaube, 70 Euro los. Vielleicht sogar mehr. Ich glaube, wie viel hat ein Medium gekostet? 40 und den anderen 5? Oh, das ist sogar nur mehr. Ups. Oh. Ja. Dafür werde ich jetzt auch hungern. Spaß an. Der Monat habe ich echt gekillt. Rechner, Horrorspiele. Kabel, neues Windows, Keydings. Oh Gott. In diesem Monat habe ich jetzt arm geworden. Gar nicht wissen, wie viel Geld diesen Monat bei dir vom Konto abgegangen ist. Drei acht? Zucker? Ja, so ungefähr. Nach oben, wenn ich diese Leiter hier kletter. Ja, sieht so aus. Dann mache ich erstmal die hier unten. Boah, ich bin satt. Gönn sich einen Likör. Gönn dir. Ich kann schon noch ein bisschen Tablet die Schmerzen sehen. Tablet habe ich jetzt gar nicht mit einberechnet. Freizeitrechnungen, alles. PC, die Spiele. Ich hab den Tablet jetzt gar nicht mit einberechnen. Der Monat war einfach teuer, so. Mir geht's okay. Und dir, Yuki? Da du jetzt satt bist. Was passt denn hier? Hast du so einen hohen Ausgang selten? Ja, so einen hohen Summen habe ich auch nicht jeden Monat auf dem Konto. Schön wär's. Schön wär's. Wir brauchen öfter September. Ja, war schön. Ach ja. Lass mich meine Scherze machen. So, was ist denn hier drinnen? Seht ihr? Da im Spiel ist wenigstens Geld in den Thron, ja? Ich will auch einen Real-Life-Thron finden. Für dich vielleicht. Ja? Alles für die Streamer. Ihr habt eure Spinnen als Essen im Keller. Reicht. Ja.
Ich glaube, das würde ich auch nicht überleben, wenn es öfter als September geben würde. Hey. September erstmal für Fit Geld wieder bekommen. Das ist nicht so geil. Also, dass es abgehoben wurde einfach. Gott sei Dank hast du es wieder bekommen. Aber das ist nicht geil. Und hallo Sense. Der Betrag könnte Leute verunsichern. Solange es dir gut geht, Pock, ist es sehr gut. Oh, da ist eine rote Kiste. Die ist doch bestimmt... Nee, die ist nicht einfach so unbewacht. Ach komm. Sogar zwei Kisten. It's a trap. Mit Wappen. Goldenes Gelee. Eine fette Kiste für so ein goldenes Gelee. Wow. Warum nicht ein Beutel oder so? Mehr. Jetzt müssen wir nach oben. Ja, um Geld bangen ist immer richtig mies. Ja, das stimmt. Beutel rosten schneller durch. Anders, weil ich mich nicht gekümmert habe. Kommt halt davon. Ah, ja, trotzdem. Immer scheiße, wenn die dann an den Konto einfach. Was ist denn ein Konto? Level 59. Cool. Astralerz. Auch immer nicht gut, wenn es einfach so an mein Konto geht. Wow! Ich habe auch deine Daten und so, ne? Das ist wie ich in der Schweiz im Konto.
Wer bleibt denn jetzt mit mir wach bis morgen früh? Weiß ich nicht. Ich darf heute nicht zu lange machen, weil ich morgen wieder streame. Bin ich komplett RIP. Ich werde den Horrorstream morgen irgendwie überleben. Er bestraft. Wow. Erstmal voll auf die Glocke gekriegt. Ich hieß hier Glocke. Sonntag auch noch? Das ist übel, ey. Du bist eigentlich nur am Arbeiten. Herbless. Ja, ist aber nicht schön. Ich muss meinen Bart für eine bessere Ausnahme. Ein Bart für? Mein Mikrofonarm, der wurde nicht zu mir gemacht. Wow. Willi. Ich meine, ja, es gibt viele, die haben Angst vor Hunden, auch wegen Erfahrung und schlimmen Erlebnissen. Aber hätte ihr nicht irgendwie Bescheid geben können? Ist bei euch irgendwie eine Klingel so vorne? Oder wenigstens dann den Nachbarn geben und nicht vier Häuser weiter? Ja, doof, weil wenn er Angst hat, okay. Kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wie schlimm die Angst ist. Schlimmer finde ich, wenn der Bote das einfach macht, weil er keinen Bock hat. War schon oft hier so. Dass er nicht immer hier runterkam und ich habe den ganzen Tag aufgepasst. Ich war sogar draußen mit dem Hund und so. Also, den hätte ich nicht verpassen können. Man muss nämlich runterkommen, um zur Tür zu kommen. Hör auf mit Paketboten. Schlimm. Es ist im Moment bei mir auch echt schlimm. Hallo Chloe! Strecken. Mein Vater hat auch Angst vor großen Hunden. Und was haben wir? Nun einen großen Hund. Ja, aber der kennt ihn als Welpen. Vielleicht hilft das. In 20 Jahren, denke ich, habe ich alles fertig soweit. Das ist. Ja, ist aber eine lange Zeit.
Da kenne ich. Das kenne ich doch. Da ist doch was. Nee. Nee. Es ist sie nicht, oder? Nee, das kann nicht sein. Nee, was? Ist hier drin? Im Spiel? Ist Edna, ja? ここは妙な場所ね。うん、その、あの、テイルズ・オフ・タイム。領域とも違う。汚れがあるわけでもない。空気は正常。けど安定しているわけでもない。私が知っているものとは似て異なる力に満ちた世界。ここならもしかしてと思ったけど。 でも、お兄ちゃんはこの場所に巻き込まれてはくれなかったのね。さっきから何を言っているんだ。女の子の独り言を聞いていたの。なんて悪趣味な。人間。 Deswegen, ich habe sie ja von Weitem schon erkannt, deswegen, ich dachte, nee, das ist sie nicht. Niemals! bitte, Fräulein Edna! Ich mag die nicht so. So wie ich. sie kommt aus einem anderen Tales of Spiel. Ich will nicht zu viel spoilern, deswegen. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich weiß, wie gut du bist. Ich weiß jetzt gar nicht, Dark. Ich und Namen, ne? あれは同じ世界の住人ならな。あれはおそらく我々の世界と他をつなぐものだ。アギル。他の世界同士となると話は別だろう。つまりカノジョは別の世界の。なぜそれで戦わないといけないんだ。あなたたちの力と私の天境術がぶつかれば出口ができるかもしれないわ。 Ich weiß, wie du meinst. Oh, ich will nicht gegen Edna. Warum muss ich gegen Edna kämpfen? Nein! Oh nö! Jetzt habe ich Respekt. Angst. Alter. Ich sehe ein kleines Kind. Täusch dich nicht. Täusch dich nicht. Alles andere als ein kleines Kind. Ich mach mich ja einfach platt. Was sagst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß den Namen jetzt bloß nicht. Oh, Scheiße. Jetzt voll auf mich abgesehen, ne? Edna,
Oh, I see. Ich hab's so übel drauf. Wenn die jetzt schon so drauf ist, dann will ich nicht wissen, was bei der Hälfte passiert. Ey, ganz ehrlich, die killt mich. Sarah ist auch down. Geil. Ich hab sie nicht unterschätzt. Ich hab ja gesagt, ich habe Respekt vor ihr. Und Angst. Sehr große Angst. Ohne. Eine Hexe. Rage war eine vollsten Stelle, bei der ich jetzt. Ja, der, als ich gegen gekämpft habe. Oh, ich kann ihn mal lesen. Ich habe den Satz verstanden. Ich bin gerade zu unfähig zu lesen. Spielt sowieso gerade mit ihm. Die rennen mit der Erde, das ist irgendwie so cool. Will die mich verarschen? Geh doch kacken, kleine Kackkröte. Alter. Gute Nacht, Pia. Schlaf schön. Ein Scherz. Ja, hab ich, Pia. Ich hab gerade mal die Hälfte, ne? Ich muss Shion ein bisschen helfen können. Ich
全く同感だ。見て。止めなさい。私の進化。よし。まずき。さあ、行くわよ。Ich gehe gerade durch die Gegend, Alter. Willst du mich jetzt verarschen oder so? Hier? Wie Blocksberg Move, sag ja, du bist verflucht. Ah, sei doch ruhig! Ich habe keine Chance gerade. Das ist echt scheiße. War eine scheiß Idee. Wollte helfen. Ich muss halt aufpassen, dass sie uns nicht komplett so one-hitted oder so. Was ist das denn? Und viel Items habe ich auch nicht mehr. Doppelbrei. Hätte ich jetzt gern. Komm ich daran, ne? Alter, ich geh da hin tot. Einfach tot. Bleib mal lieber doch in Entfernung. Versuch die zu heilen. Zwei Tränke nur noch. Also Heilöl. Oh mein Gott. Jetzt Shion ist dead. Gehe ich nicht gut? Alter, ist nicht ihr Ernst, ne? Ich kann sie nicht. Ich kann niemand mehr heilen. Also wiederbeleben. Super. Bin ich richtig beschissen jetzt. Vor allen Dingen ist es so knapp und jetzt verrecken wir ihn.
Ja, ich habe noch Doha eliminiert, deswegen habe ich ihn ja gewechselt, aber... Vielleicht habe ich kein Dohan mehr. Trau mich halt nicht ran, ne? Und der ist auch nett. Das ist ganz schön bösartig. Das ist ein kleines Drecksbiest, ja. Andualim, bitte Shion wiederbeleben. Das wäre ganz cool. Dann hätte ich zwei Chancen noch. Nein, ich bin so schrecklich gerade. Ich versuche gerade halt mitzuheilen, gegenzuheilen. Ich habe so wenig Sachen nur noch. Das ist die beste Taktik, die ich machen kann, leider. Meine gleich. Warum stirbt die nicht? Ach, come on! Boah, fick dich! Fick dich! Alter! Ich hatte nur noch Kisara! Oh. エドナよ。ああ。出口は現れなかったわね。それじゃ約束通り質問をさせてくれ。と言っても、もう他の世界から来たってことは分かってるのよ。あ、nichts mehr。先ほど兄がどうとか言っていたが、お前は答えになってね。 欲張りな人間ね。まあ、勝ったのはあなたたちだから、サービスしてあげる。これは？この場所に来た時に拾ったもの。あなたたちの役に立つと思うわ。君はどうするんだ？私には知りたいことがあるの。もう少しこの場所を調べるわ。何を知りたいんだ？
ことを聞いても答えてはもらえないんだろうな。理解力のある人間は嫌いじゃないわ。お疲れ様。und nie Schlüssel. Oh Gott, ey. Ich habe mich gerade richtig zerstört. Scheint immer noch über etwas nachzudenken. Wenn wir nicht aufpassen, müssen wir am Ende nochmal gegen sie kämpfen. Bevor ich mit dir rede, ich speichere nochmal. Sicher. Mada nani ka kikitai no? Nara, Norumin Dance o odori nasai. Norumin Dance? Wakaranai no ne? Hansei nasai.面倒そうな相手ね。行くわよ。待てよ。マグナレイ状態で挑む。自分なら待つ。暴力なんかに。止め。名所。言われる戦いで返す。名所。覚悟しろ。突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった。任せたぞ。今。Ach, Schaden ist nicht normal, ey. Wieso darf ich mit dir nicht reden? Warum musst du denn nicht kämpfen wollen? Kleine Hexe! Der Grind ist immer, wenn du mit dir redest, startet der Kampf. Ich rede nie wieder mit ihr. Nie wieder. Sagst du ja, was tanze! Da ist eine neue Waffe für Dove gekommen. Immerhin, ja. Immerhin. Jörn, alles liegt an dir. Los, geh! Jörn, ich bin sehr enttäuscht. Sehr toll. Nein, ich will das nicht nochmal machen. Das ist ja Folter. Folter. Du gehst da hin und die misshandelt dich einfach. Hier rede ich nie wieder. Nee. Was ist das? Ein finsterer Stab, den ein Dämon mit unersättlicher Gier bewohnt. Er tötet alles Lebendige und verschlingt es als Nahr.
Ich meine, das ist das erste Tor, was wir hier so durchschritten haben. Und du kriegst erstmal so voll auf die Fresse. Das finde ich nicht so cool. Weiß ich, glaube ich. Ah, warte. Also ist es jetzt nicht, ist es jetzt wortwörtlich gemeint, er tötet alles Lebendige und verschlingt es als Nahrung? Shoppingtour nun, ja. Teufelswaffe. Boah, ich kann sie mal. 40. Ich muss jetzt hier erstmal wieder raus, ne? Ich hab so gut wie keine Items mehr. Ich muss hier ganz schnell raus. Ich habe jetzt einen neuen Schlüssel bekommen. Ich will wenigstens gucken, was bei dem Tor so abgeht. Aber wenn Edna schon die erste ist, ey, nee. Da will ich nicht wissen, was für eine krasse Scheiße noch kommt. Aber an die komme ich nicht vorbei? Doch, komme ich. Okay. Sogar meine unbezahlbaren Protokolle sind durcheinander. Wo soll ich überhaupt anfangen? Keine Ahnung. Oh, ich kann mich hier heilen. Das ist ja nett. Aber ich muss trotzdem mal kurz was kaufen. Ach, Albtraum von Symphonia. ここなら煮炊きできそうだな。Leider kein Geld. Jetzt könnte ich hier ein paar neue Waffen machen. Drachenschuppe und glühender Zahn. Wo kriege ich einen glühenden Zahn bitte her?
雰囲気が変わった。油断するな。Level 64 schon, boah. Will mich verarschen? Lange übertreibt ihr hier. Wissen, wo du so wie eine Szene bekommst, wenn es kein Spoiler ist. Also es gibt ja bestimmt nur Sachen, die ich hier noch nicht gefunden und entdeckt habe. Aber es sind bestimmt wieder beschissene Gegner, auf die ich gar keinen Bock habe. Spoiler. Okay, dann nicht. Wo soll ich denn jetzt zuerst schauen? Sind so viele Fragezeichen. Erstmal hier. Oh nee, das ist so eine Scheiße. Nein. Bitte nicht. Oh. Nein, nicht sowas. Das ist das Schlimmste, was dir passieren könnte. Ja. Das ist wirklich, das ist ein Fakt. Das 10K-Spiel, das Artefakt ist der Hammer, das ist mega geil, ja. Sehr, sehr schön. Immer ein bisschen voran. Ja, hier sind lauter Fragezeichen, also die Wege. Wenn du jetzt zu einem gehst, kommst du am anderen Ende der Map wieder raus und so. Das ist so labyrinthmäßig aufgebaut hier. Das ist nicht meine Stärke. あと少しよ。この調子で決めるぞ。頼りにしてるわ。上昇か。行けるぞ。シール。そうだ。うん。前よりも動けそうだ。
warten, bis ich es aufspielen kann. Wieso musst du denn warten? Rechnung vom Krankenhaus Kur kam. Oh nein. Das wird bestimmt nicht wenig sein. Ich bin woanders. Wenn Velvet auftaucht. Bitte nicht, die nimmt mich richtig auseinander. Ja, die killen ja sofort. Ein Edna ist so eine Sache, aber Velvet auch noch? Nee. Hab auch schon dran gedacht. Dachte, nee, bitte nicht. Ja, Velvet ist schon. Ich mag Velvet sehr gerne. Ich habe zwei Figuren von ihm. Alles gut, Yuki. Ist ja kein Mini. Geld ist halt immer so eine beschissene Sache. Rechnungen sowieso. Ich glaube, das Leid kennt jeder. Wenn Rechnungen oder wenn gerade ein bisschen mehr knapp ist. Diese Leute. Also kann gut sein, dass ich das nächsten Freitag dann wieder streamen, weil man ist ja noch einiges zu tun, ne? Wobei wir die Hauptstory jetzt fertig haben. Und hier trotzdem noch einiges machen. Oh, noch ein bisschen. Ja, ich merke schon. Ein bisschen kalt. Niemand kennt mich nicht. Echt kalt? Ja. Ja, aber mein Zimmer ist zu groß, dass es komplett heizt. Ich habe zwar zwei Heizungen, aber die eine ist kaputt. Die Sarah, ganz ruhig, ganz sachte.
また凝った作りの武器ですね。良い武器は衣装も優れているものだ。傷がついたら嫌だな。Ich werde bald dann aber Far Cry wechseln. Aber ich will wenigstens noch diese Ebene mir anschauen, dass ich wenigstens zum Endpunkt komme, wo auch immer dieses Ende ist. Hab ich wirklich Pulli an? Ich bin vielleicht aber mehr eine lange Hose als. Er hatte auch die ganze Zeit das Fenster offen. Hab's jetzt gerade zugemacht. Ja, am Tag ist es angenehm, wenn das Fenster offen ist. Aber jetzt gerade bin ich. Aha, Klaus. Sehr gut. Und seid ihr gerade noch irgendwie halbwegs fit? So, wenn schon 4,5 Stunden live? Aber... Wer ist angefangen? Ich kann man das essen? Schön wäre. Wäre ich immer satt. Wenn ich jedem seine Fittigkeit klauen würde. Was ist ein Twitch-Chat gerade ein paar Minuten gestorben ist? Oh je. Und nach meiner Portion von Casey bin ich gefühlt satt bis übermorgen. Hey Twitch! Baumblut. Zur Hölle? Keine Ahnung. Und läuft der Regen zu mir auf die Arbeit, bei mir zu Hause regnet das schon.
Ich finde Regen auch immer gemütlich, also wenn man drin sitzt. Ich bin auf einmal krass müde geworden. Richtig hauen, denn Dick, dass du erwacht wirst. Warten. Ja, dann liebe ich Regen sogar. Das ist wirklich schön. Wenn du eingemurmelt im Bett liegst. Ja, ich gehe auch raus, wenn es regnet. Also ich habe damit kein Problem. Unangenehm wird es, wenn es dann auch noch sehr windig ist und du alles in die Fresse bekommst. Das ist doch nicht so geil. Ja, der Geruch vom Regen ist auch cool. Stimmt. Ach, bei den Nase kitzelt schon wieder. Danke für den Follow vor 11 Minuten. Das sehe ich jetzt erst. Ich hab schon wieder vergessen, den Follow-Sound wieder anzuschalten. Upsi. Ich glaube, hier ist der Weg. Da, wo die Schmetterlinge mal sind, komischerweise. Kann ich auch irren? Nein, Tatsache nicht. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ich sehe jetzt schon, was das für ein Riesenvieh ist. Warum ist das Ding denn jetzt hier? なんだこいつ。スグルか。何かしら。見たことあるような。ないような。でもここはまた別の世界なのよね。待て。確か前の世界で会ったエドナが兄がどうのと言っていなかったか。え、じゃあこの生き物はあの子のお兄さんってこと？まさか
あの研究者の研究のせいで。Musik dabei. エドナのようにはいかなかったというのか。すでに人間の意志を持ち合わせているようには見えないが、このまま倒して良いものだろうか。いや、曇りない目で見てみろって。どう見ても関係ない化け物だろ、あれ。来るぞ。Ah, 60. Wir leben ja. Jenny, danke schön für den Raid. Lass mich raten, es gab ja die Final Fantasy. Was, 69? Ja, das Vieh hat Level 69, das ist voll scheiße. Hallo Katrinchen. Ihr kommt gerade richtig, um zu sehen, wie du auf ihn was bekommst. Was soll denn das schon wieder heißen? Ich hab vorhin gegen Edna auch alles geschafft. Ich weiß, Jenny, ich lurke heimlich. Ich lurke heimlich. Das habe ich mit schon mitbekommen. Oh, heimlich. Ja, gestern wollte ich eigentlich aktiver sein. Aber mein PC hat sich die ganze Zeit gedacht, machen wir mal ein paar Bluescreens und gehen da aus. Und das wäre dann doof gewesen, wenn zum Beispiel, wenn du irgendwas gefragt oder so hättest oder... Und dann nichts von mir kommt, weil mein PC gerade wieder abkackt. Ja. Ich bin froh, wenn diese Scheiße bald vorbei ist. Dann kann ich wieder ordentlich zuschauen. Sag ich mir schon. Ja, es ist im Moment echt eine Katastrophe. Gestern war wieder richtig schlimm. Gut. Hallo Ben. Du hast bestimmt gesehen, dass ich Sephiroth innerhalb einer halben Stunde platt gemacht habe. Das habe ich in der Tat gar nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Also die ganzen Bosse waren ja drei. Alter. Die sind voll OP. Das habe ich mir noch nicht gesehen. Da wird's OP. Sehr gut. Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Das ärgert mich jetzt. Ist VOD aber noch da? Also ich weiß nicht, ob du die VODs aktiviert hast. Nehmt euch ein Zimmer, ihr beiden. Wie heißt denn eigentlich euer Kind? Och, Kate oder Och, Katsu? Och, Katsu. Immer Ben und Okay, ja. Nee. Gott, ist viel Leben, ist doch kacke. Ich muss verließen. Jetzt los. Hallo Mike. Ein wunderschön. Dankeschön. Ja, ich muss halt voll viel niesen. Ich weiß nicht warum.
Hallo Kollateral. Wir haben gleich die Hälfte geschafft. Ja. Benko wird es heißen. Okay. Bin ich überfällig? Ich habe gesagt, ich mache die Ebene noch. Du dann, Keks. Alter, was macht denn der hier gerade? Er killt hier gerade meine ganzen Leute. Acts bei dir. Mal sehen, ob ich es überhaupt schaffe bei dem Vieh. Ist nicht ohne. Fick dich! Gut, dann machen wir das nächste Mal. Hätte mich jetzt einfach komplett auseinandergenommen.